Gut, wie dem auch sei, herzlich willkommen zur Vorlesung. Heute der zweite Teil unseres theoretischen Rahmens. Wir haben uns ja beim letzten Mal relativ intensiv unterhalten über die Anatomie der menschlichen Wahrnehmung, also vor allen Dingen so Grundcharakteristika der Wahrnehmung. Sollten wir uns vielleicht nochmal ins Gedächtnis rufen, was da so die wichtigsten Punkte waren, die man sich so merken sollte. Zum einen haben wir über foveales Sehen und peripheres Sehen gesprochen und was die unterschiedlichen Charakteristika des fovealen und peripheren Sehens sind. Denkt dran, foveales Sehen, vor allen Dingen dieser Ablenkfaktor, wenn irgendwo am Rande sich was bewegt oder blinkt, dass man dann dorthin guckt, dass man das gar nicht vermeiden kann, dass das ablenkt. Hingegen das foveale Sehen, der Bereich, wo man scharf sieht, im zentralen Wahrnehmungsfeld und der Folge, dass man ein Bild, was man sieht, regelrecht erwandern muss mit dem Auge. Und da auf diese Eigenschaften, vor allen Dingen auf die des fovealen Sehens, werden wir noch häufiger zu sprechen kommen im Laufe der Vorlesung, der späteren Teile der Vorlesung. Dann die präattentive Wahrnehmung, also diese Eigenschaft der Wahrnehmung, andere Dinge, also Abweichungen, besonders herauszustellen und besonders so herauszustellen, dass unsere Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, so eine Art Vorauswahl. Wenn ihr übrigens hier nach vorne guckt, ein ganz blöder Fall von dieser präattentiven Wahrnehmung sind meiner Meinung nach diese Schalter hier, die so schön rot dargestellt sind, obwohl das nicht die wichtigsten Dinge hier im ganzen Hörsaal sind. Steht immer die Gefahr, dass ihr eher die Schalter anguckt als die Folien, weil die halt also ein schönes Element sind, die so präattentive Wahrnehmung auslösen können oder dann diese Aufmerksamkeitssteuerung auslösen können. Wir haben über Kantenverstärkung gesprochen durch laterale Hemmung, also diese Eigenschaft, dass unser Wahrnehmungssystem gerade Kanten gut erkennen kann und was das für Folgen hat. Haben wir darüber gesprochen und daraus haben wir vor allen Dingen geschlossen, das war auch am Ende meiner Argumentation, die ich hoffentlich ein bisschen mit diesem kurzen Ausflug in dieses Flat-Design-Thema gekriegt habe, sonst sehen wir das aber auch später nochmal, die Notwendigkeit, eine plastische Darstellung zu haben, also am Bildschirm etwas darzustellen, was unseren normalen Sehgewohnheiten entspricht, weil dafür ist unser Wahrnehmungssystem eingestellt, sei es durch Evolution, aber vor allen Dingen auch durch Erfahrung, die wir im Laufe unseres Lebens gemacht haben. Und selbst wenn wir Leute haben, wie es ja heute ist, kleine Babys oder so, die eher schon ein Handy gesehen haben, als dass sie jemals ein Buch irgendwie oder sowas gesehen haben, ist ja trotzdem der Großteil ihrer Umgebungswahrnehmung die normale Welt. Und dafür wird das Wahrnehmungssystem eingestellt. Diesen Hypothesengenerator hatten wir uns angeguckt. Und ich bringe ihn jetzt hier gerade nochmal, weil wir das, was wir heute machen, auch viel mit solchen Hypothesen zu tun hat. Dieser Hypothesengenerator hier ist für die Wahrnehmung konzipiert worden. Deswegen hat er diese drei Eingabebereiche. Also einmal die Signalverarbeitung von unten, wo wir ja gesagt haben, der Kanal ist schmal, was einfach daran liegt, dass es schnell gehen muss. Aber nicht nur das, es liegt auch schlicht und ergreifend daran, dass ja zum Beispiel unser Blick nur in eine Richtung gehen kann und nicht gleichzeitig auch noch in alle anderen Richtungen. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes bei Pferden oder so, die eben so nach außen gucken. Die haben ein viel weiteres Blickfeld, aber trotzdem sehen die natürlich auch nicht nach hinten. Dann haben wir die zwei anderen Bereiche, also die Signalverarbeitung alleine reicht ja offensichtlich nicht. Also kommt vor allen Dingen von oben die Erfahrung dazu und von links Abkürzungen, das ist dann zum Beispiel die präattentive Wahrnehmung oder was wir bei den Tieren besprochen haben, diese Schema, wie Papa und Mama erkannt werden, also auf ganz niederer Ebene so fest eingebaute Schemata. Aus all diesem Konglomerat rät unser Gehirn, stellt Hypothesen auf über das, was wir dort wahrnehmen. Und wie gesagt, meistens sind diese Hypothesen richtig, weil dieser Anpassungsprozess schon ziemlich lange im Gange ist und wir relativ gut damit sind. Kleine Kinder haben häufig in der Wahrnehmung Schwierigkeiten. Vor allen Dingen Babys erkennen viele Sachen schlicht und ergreifend gar nicht, weil genau dieser ganze Wissensteil und dieser ganze Bereich oben noch fehlt. Heute gucken wir über die Wahrnehmung ein bisschen hinaus und stellen uns Fragen, wie man eigentlich zu einer Erkenntnis über etwas kommt. Das ist jetzt ein ziemlich philosophisches Thema, so eine ziemlich philosophische
Fragestellungen. Und diejenigen von euch, die Philosophie in der Schule hatten oder die vielleicht Philosophie im Nebenfach studieren, haben da sicherlich schon viel mehr von gehört und wissen, dass es da natürlich ganz, 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 ganz viele verschiedene Auslegungen und Theorien gibt. Unsere ist eine, sagen wir, für Philosophen ziemlich eingeschränkte. Nämlich zum Beispiel ist es eine rein materialistische Sicht. Das bedeutet, wir gehen davon aus, dass es eine Umwelt da draußen gibt, die unabhängig ist von uns. Und dass wir diese Umwelt auch betrachten können und es durch dieses Betrachten etwas über diese Umwelt erfahren können. Das muss man nicht so denken. Nur für uns macht es wenig Sinn, wenn die Umwelt unser User-Interface ist, macht es wenig Sinn, eine Theorie aufzustellen, wo wir dann sagen, dieses User-Interface, das gibt es gar nicht. Sondern wir müssen da schon von ausgehen, dass das, was wir gestalten wollen, auch existiert. Deswegen haben wir so eine Sicht. Und unsere Sicht drückt sich in diesem einen Satz ziemlich gut aus. Das Denken findet nicht im Kopf, sondern mit dem Kopf statt. Das ist mal ein komischer Satz. Was soll das heißen? Es heißt schlicht und ergreifend, dass ich nicht rein durch das Denken im Kopf zu wirklich neuen Erkenntnissen kommen kann. Ich brauche immer auch Input in den Kopf hinein. Also mit dem Kopf ist dann also gemeint mit den Augen, mit der Nase, man könnte sogar eigentlich sagen, vielleicht sogar mit dem ganzen Körper, dadurch, dass wir auch natürlich über unsere Haut und über den Tastsinn Sachen wahrnehmen. Ich brauche also eine Rückmeldung zu etwas. Das haben schon viele Leute festgestellt, haben sich viele Leute Gedanken darüber gemacht. Hier ist ein Satz von Gibson, der gesagt hat, naja, wenn ich mir etwas nur vorstelle, dann kann ich nie etwas Neues darüber erfahren. Ich kann nicht es erkunden, das, was ich mir vorstelle, erkunden und etwas Neues erfahren. Auch, wie gesagt, Philosophen haben sich darüber Gedanken gemacht, Ludwig Wittgenstein hier abgebildet in seinen philosophischen Untersuchungen, hat hier so eine Art, ja, wenn man will, Gedankenexperiment gemacht, also so ein Dialog mit sich selbst hat er hier geführt und hat gesagt, ja, wie ist das denn, hat es am Beispiel eines Fahrplans gemacht und hat gesagt, ich kann mir nicht merken oder ich bin mir nicht sicher, wann der Zug abfährt, ich glaube, es ist um irgendeine bestimmte Uhrzeit, kann ich das überprüfen, indem ich es gegenchecke gegen die Vorstellung des Fahrplans, also gegen das, was ich noch in Gedanken habe über den Fahrplan. Und da sagt er, nein, das kann ja nicht gehen, weil wenn ich mir über das eine nicht sicher sein kann, kann ich mir über das andere auch nicht sicher sein. Ich kann nur gegen einen von mir unabhängigen Fahrplan, der außerhalb des Ganzen ist, diese Abfahrtszeit überprüfen. Man könnte sie natürlich auch überprüfen gegen die tatsächliche Abfahrt des Zuges, ne? Man könnte also auch hingehen und das überprüfen. Und diese Überprüfung, die nennen wir Differenzerfahrung. Das Konzept der Differenzerfahrung heißt, ich überprüfe eine Hypothese, die ich im Kopf habe, über etwas gegen die Wirklichkeit. Und das kann sein, dass diese Hypothese dann bestätigt wird. Auch das würden wir Differenzerfahrung nennen, wäre halt die Nulldifferenz, also wäre dann bestätigt oder halt nicht. Also Differenzerfahrung heißt überprüfen gegen die Wirklichkeit mit der Möglichkeit, dass es entweder erfüllt wird oder dass man darüber überrascht wird. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und darüber machen wir uns jetzt ein paar weitergehende Gedanken, welche Arten dieser Differenzerfahrung es eigentlich geben kann und wie man zu solchen Differenzerfahrungen kommen kann. Und wir haben hier eine ganze Reihe von Möglichkeiten der Differenzerfahrung aufgezählt. Die sind alle relativ unterschiedlich komplex. Die ersten sind relativ trivial und simpel, nämlich Differenzerfahrung durch Perspektivenwechsel. Also gucken wir uns das Beispiel hier mal an. Wir sehen hier eine Tasse. Und jetzt, wenn ich jetzt diese Fragen da oben beantworten will, relativ simpel ist es, für welche Organisation wirbt diese Tasse? Kann ich so nicht sehen. Perspektivenwechsel wäre jetzt hier, ich muss diese Tasse drehen und dann sehe ich, aha, Universität Paderborn, steht drauf. Ist die Tasse voll oder leer, ist für einen Informatiker immer besonders wichtig, ist noch Kaffee da oder nicht? Könnte ich auch die Tasse kippen? Da sagt mir aber irgendwo wieder meine Erfahrung, das macht man vielleicht besser nicht, sondern ich bewege mich in dem Fall mal selber. Diese Art der Differenzerfahrung ist die allerüblichste, die müssen wir ständig machen, um ja, überhaupt uns in der Umwelt zurechtzufinden. Ich möchte wissen, was ist hier auf dieser Rückseite von diesem
Laptop, naja, dann muss ich halt gucken. Geht da nicht anders. Ich muss entweder den Laptop drehen oder mich selber. Durch diese Perspektivenänderung kann man Fehlhypothesen auflösen. Zum Beispiel diese hier. Diese Art von Figur haben wir ja letztes Mal schon gesehen, eine dieser unmöglichen Figuren. Wenn man den Flächen da folgt, dann sieht man, dass die äußere Fläche auf einmal die innere Fläche ist. Das ist ein echtes Bild, das sieht tatsächlich so aus. Aber nur von einem ganz speziellen Punkt aus. Das ist hier vor einem Fernsehsender in Australien, glaube ich, oder in Neuseeland. Ich glaube, in Australien ist es. Wenn man von der Stelle guckt, wovon dieses Foto gemacht wird, sieht es so aus. Wenn man sich ein bisschen zur Seite bewegt, dann sieht man, dass das so aussieht. Das heißt, da ist also mit einem Trick dafür gesorgt worden, dass an einer bestimmten Stelle dieser Eindruck dieser unmöglichen Figur entsteht. Aber nur von dieser Stelle. Und ich kann diese Auflösung dadurch machen, dass ich mich bewege, dass ich die Perspektive ändere. Ein viel komplexeres und höherwertige, eine komplexere und höherwertige Möglichkeit der Differenzerfahrung ist das Arrangieren. Fangen wir auch mit einem einfachen Beispiel an. Ich habe hier zwei Stifte und ich möchte fragen, welcher der beiden Stifte ist länger. Das schaffe ich nicht so durch dieses Bild, das geht nicht. Und ich schaffe es auch nicht nur dadurch, dass ich mir eine Perspektive ändere, sondern ich muss diese Stifte irgendwie zueinander bringen. Und dann sehe ich an dieser kleine dünne Stift, ja klein, ist dünner, aber länger. Gut, das ist auch noch relativ trivial. Wenn man das Ganze auf eine höhere Ebene nehmen, ist Arrangieren aber eine der wichtigsten Operationen, die man so machen kann, überhaupt, um etwas zu erfahren. Wenn wir uns zum Beispiel sowas hier angucken. Ich habe hier so eine Moderationstechnik und habe da so Karten und die Karten werden darauf arrangiert. Das heißt, ich mache richtig Wissensarbeit. Ich komme richtig zu Vergleichsoperationen. Dafür brauche ich Arrangieren. Zwangsläufig. Ein Schreibtisch, wie dieser hier, ich mache es mal ein kleines bisschen dunkler da, ist eindeutig nur dafür gemacht eigentlich, auch besser nicht, so eine schummrige Stimmung dann hier, ist nur dafür gemacht, um arrangieren zu können. Hier habe ich mehrere Bücher, die kann ich alle gleichzeitig angucken, ich kann seitenweise vergleichen, ich kann in jedes Buch wahlfrei quasi was hineinschreiben, was hineinstecken. Das ist eine Eigenschaft, die uns so einen Schreibtisch bietet, die wir am Computer immer noch nicht simuliert kriegen. Wir nennen das zwar Desktop, diese Oberfläche, aber die hat keine dieser Eigenschaften. Da kann ich zwar, bestenfalls kann ich irgendwie die Icons zueinander anordnen, aber dass ich die Möglichkeit habe, diese Sachen alle zu sehen, alle gleichzeitig und dann auch noch so zu arrangieren oder im schlimmsten Fall, das heißt nicht im schlimmsten Fall, sogar in vielen Fällen zu stapeln, dass ich sage, ich lege mal was aufeinander, weil das zusammengehört oder so, haben wir alles bisher nicht in digitalen Medien. Wenn wir ein bisschen weitergehen, was kann man mit Arrangieren noch machen? Man kann zum Beispiel mathematische Probleme lösen, wie dieses. Ich habe hier so ein Parallelogramm und möchte wissen, wie der Flächeninhalt ist. Und dann kennt ihr das bestimmt noch aus der Schule. Was man machen kann, ist, man schneidet an diesem Parallelogramm ein Dreieck auf der rechten Seite ab und bewegt es. Und jetzt haben wir ein uns unbekannte, schwer zu lösendes Problem auf ein einfacheres Problem reduziert, dadurch, dass wir so eine räumliche Operation hier durchgeführt haben, ein Arrangieren durchgeführt haben. Und jetzt können wir auszählen, 3 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 mal 6, also 18 Quadratkästen, was immer das jetzt für eine Einheit hier ist, ist hier der Flächeninhalt dieses Parallelogramms. Geht auch für andere mathematische Sachen? Auch das kennt ihr wahrscheinlich aus der Schule, aber vielleicht nicht in dieser Umsortierungsform, die große Leistung des Herrn Gauss, dass man ihm ja, die Legende geht ja so, dass man ihm als Schüler die Aufgabe gegeben hat, er soll Zahlen addieren, irgendwie die Zahlen von 1 bis 100 addieren oder sowas war, glaube ich, die Aufgabe, die man ihm zumindest vorgeblich gegeben hat und er war ja sehr schnell damit fertig. Was hat er gemacht? Er hat die Zahlen einfach umsortiert. Und ich nehme mal an, dass er das zumindest im Kopf so eine Umsortierung durchgeführt hat, wie diese hier. Wir haben hier nur 6, der Einfachheit halber, braucht man nicht so viel hinzuschreiben, die Zahlen von 1 bis 6 addieren. Jetzt kann ich die umsortieren, nämlich so.
Und durch dieses Umsortieren kann ich jetzt die einzelnen Summen bilden und dann sehe ich da, 7 plus 7 plus 7 ist 21. Das gleiche kann ich auf der rechten Seite auch machen, da habe ich eine ungerade Zahl, da mache ich auch solche Umsortierungen und kriege 6 plus 6 plus 3 ist 15. Und wenn ich mir jetzt noch ein paar zusätzliche Gedanken dazu mache, was ich da jetzt gemacht habe und mal zähle, wie viele Umsortierungen habe ich eigentlich gemacht und was ist das, was ich da zusammenzähle, dann komme ich dazu, auf der linken Seite jetzt mal geguckt, die Anzahl der Umsortierungen ist n halbe. Ich habe dreimal umsortiert, nämlich genau die Hälfte hinten weggenommen. Und die Summe jeweils ist n plus 1, also 7. Und dann kann ich diese Formel daraus ableiten. N halbe mal n plus 1 ist 21. Etwas komplizierter geht es auf der rechten Seite. Aber letztendlich ist das Ergebnis das gleiche. Ich habe auch n plus 1 ist wieder die Summe, also das, was ich zusammenrechne. 6 plus 6 wäre ja auch wieder n plus 1. Dann bleibt mir aber hinten noch ein Rest über, nämlich n plus 1 halbe, also die 3 da oben, die bleibt über. Und wenn ich das jetzt zusammenrechne, komme ich letztendlich auf das gleiche Ergebnis, n plus 1 mal n halbe für diese Berechnung. Es geht aber über den Trick der Umsortierung. Also die Umsortierung, vielleicht kann ich es ohne Umsortierung schaffen, aber die Umsortierung ist auf jeden Fall erleichternd, um es zu verstehen. Also Objekte anordnen zu können, hilft da sehr. Alternative Darstellung ist diese hier, eine räumliche wieder. Ich habe jetzt hier auch die Zahlen von 1 bis 6 und jetzt packe ich die einfach nochmal dazu. So, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich hier ein Quadrat. Die eine Seite ist n lang und die andere n plus 1 lang. Wenn ich die jetzt n mal n plus 1 ausrechne, n war ja 6, dann lande ich bei 42, also 6 mal 7 ist 42. Muss dann aber bedenken, jetzt habe ich ja alles doppelt da, ich habe es ja zweimal hingemacht, also nehme ich die Hälfte wieder weg und lande auch wieder bei 21. Auch hier habe ich mit einem räumlichen Arrangement diese Aufgabe gelöst. Ich kann durch räumliche Arrangements diese optischen Täuschungen auflösen. Das haben wir ja letztes Mal kennengelernt, die Müller-Leyer-Täuschung. Und wenn ich dann eine Animation da mache oder diese beiden Bereiche aneinander annähere, dann kann ich diese Täuschung auflösen. Zumindest kann ich sehen, dass es eigentlich nicht so ist. Das Interessante an der Täuschung ist ja, dass sie jetzt trotzdem wieder besteht. Also über diesen Eindruck komme ich nicht hinweg. Das war das, was wir letztes Mal besprochen haben mit der Wahrnehmung, dass diese Sache so eingebaut ist, dass wir nicht umhin können, die untere Linie jetzt kleiner zu sehen als die andere. Trotzdem kann ich durch eine Bewegungsoperation das auflösen. Eine sehr wichtige Form der Differenzerfahrung, die ihr auch alle aus der Schule kennt, und nicht nur dort her, sondern eigentlich im wissenschaftlichen Bereich total verbreitet ist, die Wissenschaft beschäftigt sich sehr stark damit, ist die Instrumentennutzung. Das heißt, ich baue etwas, um etwas festzustellen, was ich sonst nicht feststellen könnte. Fernrohr ist das beste Beispiel. Man kann sich die Frage stellen, und der Herr Galilei hat das getan, sind die Flecken auf dem Mond Farbunterschiede? Ist das so eine Art Granit da oben, Farbunterschiede, oder sind das Höhenunterschiede, die ich da sehe? Und diese Frage wollte er beantworten und hat das getan, indem er ein Fernrohr gebaut hat. Und mit dem Fernrohr konnte er dann bestimmte Eigenschaften feststellen, nämlich er konnte sich diese Schattenlinie angucken und konnte feststellen, dass die nicht gleichmäßig ist, sondern dass die ungleichmäßig geformt ist und hat dann daraus geschlossen, es muss sich offensichtlich um Höhenunterschiede handeln auf dem Mond. Das ist ein guter Hinweis dafür, dass es sich um Höhenunterschiede handelt. Ihr wisst ja sicherlich, dass Galileo für seine Theorien dazu, wie sich die Gestirne zueinander verhalten, nicht unbedingt nur Freunde hatte, vor allen Dingen nicht bei der katholischen Kirche. Die hatte vor allen Dingen das Problem damit, dass Galilei sich anmaßte, in die göttliche Himmelsmechanik hineinzugucken. Das darf man nicht. Das ist das große Problem, was man da gesehen hat. Und man kann ihm natürlich den Vorwurf machen, und das wurde auch gemacht, nicht unbedingt von der Kirche, bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt, aber der Vorwurf kam, das, was du da siehst, ist gar keine Eigenschaft des Mondes, sondern deines komischen Gerätes, was du da gebaut hast.
Das macht diese komischen, diese komischen Linien da rein. Und diesen Vorwurf kann man versuchen, jetzt dann wieder zu entkräften. Man müsste dann halt andere Dinge beobachten und gucken, ob da auch solche Verzerrungen auftreten. Oder man muss das machen, was man natürlich hinterher gemacht hat, man fliegt da mal hin. Das hat noch ein bisschen gedauert zwischen der Zeit Galileis, bis man das dann in den 60er Jahren oder Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ja regelmäßig gemacht hat. Und vorher hat man natürlich auch noch Satelliten hingeschickt, also man wusste vorher darüber Bescheid, dass es tatsächlich so ist. Aber man muss das natürlich immer wieder in Frage stellen. So eine Differenzerfahrung ist im wissenschaftlichen Bereich erstmal nicht viel wert. Man muss die wiederholen können und man muss sie vor allen Dingen auch noch mit anderen Mitteln bestätigen können. Aber worauf ich hinaus wollte, ist das Fernrohr als Instrument, als Mittel für diese Differenzerfahrung, weil ohne kann ich es nicht machen. Solche Mittel gibt es viele. Hier nochmal nur wirklich ein kleines Beispiel an Mitteln zur Differenzerfahrung, die alle Dinge sichtbar machen, die man sonst nicht sichtbar oder wahrnehmbar, müsste man eher sagen, nicht unbedingt sichtbar, die man sonst aber nicht wahrnehmen könnte. Zum einen mal hier diese Uhr. Die Uhr, sagt man, misst die Zeit. Aber eine Uhr misst eigentlich nicht Zeit. Und die Uhr misst eigentlich Schwingungen. Und diese Schwingungen, die kann man dann übertragen auf vergangene Zeiten. Das heißt, es geht eigentlich bei den Instrumenten immer darum, das, was man nicht wahrnehmen kann, irgendwie in einen Bereich hineinzubringen von etwas, was man wahrnehmen kann. In der Mitte ist ein Schallpegelmesser. Den Schall könnte man auch so wahrnehmen, aber man kann die Unterscheidung, wie laut etwas ist, nicht gut objektivieren bei Schall. Deswegen hat man diesen Schallpegelmesser, der diesen Schall in eine Zahl überführt oder in einen Ausschlag von diesem Messgerät da oben, also von diesem Anzeigegerät, diesem analogen. Das da unten ist ein Stethoskop, Herzschlag, hörbar machen. Geigerzähler ist so ein schönes Beispiel. Radioaktivität kann man gar nicht sehen, kann man auch nicht riechen, kann man auch nicht schmecken. Eigentlich überhaupt nichts, ist überhaupt nicht wahrnehmbar. Es sei denn, man wird strahlenkrank, aber das ist dann ein Zustand, der, sagen wir mal, relativ spät eintritt und den man nicht erst herbeiführen möchte, um zu wissen, ob irgendwo Radioaktivität ist. Vor allen Dingen kleinere Dosen, da passiert das ja auch nicht. Also gibt es dieses Geiger-Müller-Zählrohr, das macht das hörbar, die Radioaktivität, durch dieses Knattern. Das ist ja gerade diese fast schon ikonische Darstellung, wenn irgendwo was radioaktiv ist, dass man dann ein knatterndes Geräusch hört. Das auf der rechten Seite ist ein Röntgenbild. Das ist der Fuß von meinem Chef. Ich war es nicht. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Aber auch da wird etwas sichtbar gemacht, was sonst nicht direkt so sichtbar ist. Das ist alles, sind alles Instrumente, Instrumentennutzung. Also Instrumente immer dafür da, etwas aus dem nicht sichtbaren Bereich, nicht hörbaren, nicht wahrnehmbaren Bereich, irgendwo dorthin zu bringen, wo wir es wahrnehmen können. Relativ eng damit verwandt ist das Konstruieren von Experimenten. Und auch da, um da ein historisches Beispiel zu nehmen, nehmen wir wieder Herrn Galilei und den schiefen Turm von Pisa. Ihr habt sicher die Legende alle gehört, in der Schule gehört oder ja, auch so gehört, ist ja eigentlich relativ Folklore, dass der Herr Galilei angeblich die Fallgesetze dadurch herausgefunden hat, dass er einen Apfel den schiefen Turm von Pisa herunterfallen hat lassen. Das ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit Unfug. Also vielleicht hat er da mal was runterfallen lassen, das kann schon sein. Aber er konnte damit mit Sicherheit nicht die Fallgesetze bestimmen. Denn das konnte man in der damaligen Zeit nicht messen. Da stehen die Daten, 56 Meter hoch ist der Turm, 3,4 Sekunden dauert es, bis da wieder etwas runterfällt und trifft mit 120 km/h unten ein. Und es gab zu dieser damaligen Zeit im 16. Jahrhundert, Ende des 16. Jahrhunderts, schlicht keine Möglichkeit, da irgendwas dran zu messen. Das ist heute schwierig. Wenn man das messen wollte, müsste man mit irgendwelchen Lichtschranken oder irgendwelchen Lasersystemen irgendwo auf halber Höhe, aber wo will man die anbringen? Das ist also wirklich ein großes Problem in dieser Versuchsanordnung, etwas zu messen. Was der Herr Galilei gemacht hat, ist etwas ganz anderes und ist einfach eigentlich etwas viel Intelligenteres, als einen Apfel einen Turm runterfallen zu lassen. Nämlich, er hat eine schiefe Ebene konstruiert und hat gesagt, ich abstrahiere von dem tatsächlichen schnellen Fall, freien Fall,
auf eine Beschleunigung an der schiefen Ebene. Das ist eine große Leistung, dass man sagen kann, ah, da kann ich von dem einen auf das andere schließen. Hat diese schiefe Ebene konstruiert und hat diese schiefe Ebene etwas runterrollen lassen. Mit einem so gearteten Experiment. Was hat er gemacht? Er musste irgendwie Zeiten messen. Und Zeiten messen war damals noch nicht so besonders. Uhrentechnologie war nicht besonders gut. Was man aber hatte, war, man hatte genaue Wägestücke. Handel war natürlich sehr wichtig und die Leute, die Handel trieben, hatten diese Gewichtsstücke und die waren sehr genau geeicht. Mussten sie ja auch sein, weil sonst könnte man den anderen ja leichter mit übers Ohr hauen. Also wurde da sehr Wert drauf gelegt. Also hat man die Zeit gemessen, indem man Wasser in so ein Gefäß hat laufen lassen und dann das Wasser gewogen hat. Und wenn der Wasserstrom gleichmäßig ist, wofür man Sorge getragen hat, dass das Wasser immer gleich viel Wasser da reinfließt, konnte man quasi über das Gewicht die Zeit messen. Das könnte man jetzt fast so als so ein Instrument ansehen von vorher. Ist jetzt nicht in einem Gehäuse, aber letztendlich ist es das, was man gemacht hat. Man hat die Zeit, die man nicht messen kann, hier herbeigeführt, indem man Gewichte gemessen hat, über Vergleich. Ja, und dann hat er diese schiefe Ebene genommen und hat immer geguckt und hat immer die doppelte Zeit genommen und hat dann quasi immer abgetragen, wie weit die Kugel dann gelaufen ist. Also er hat es andersrum natürlich gemacht. Er hat so Ziele Mäuerchen quasi, da eingestellt, wo die Kugel dann gegenlief und hat die so eingestellt, dass immer die doppelte Zeit dabei rauskam. Und das Ergebnis ist dieses hier, also beim ersten Mal, in der ersten Sekunde quasi. Passiert das? Spulen wir mal zurück. In der zweiten Sekunde kommen wir schon bis da. Und in der dritten Sekunde kommen wir bis da unten. Das ist eine sich beschleunigende Bewegung. Und aus diesen Überlegungen hat er dann die Fallgesetze geschlossen. So, jetzt habe ich euch die erste Folklore kaputt gemacht und muss euch sagen, das zweite ist wahrscheinlich auch Folklore. Er hat das zwar tatsächlich so aufgeschrieben, also es gibt diese Experimente, Schriftstücke zu diesen Experimenten, wo er die so beschreibt und hat dann hat auch fast ein bisschen moralisiert, so von wegen, man muss das mehrere hundert Male durchführen, nur dann ist es ein vernünftiges Experiment. Das wird üblicherweise so als das erste richtige wissenschaftliche Experiment angesehen. Man hat das versucht, hinterher nachzumachen und ist dann darauf gekommen, so wie er das beschrieben hat, kann das nicht gewesen sein. Also das ist eigentlich zu ungenau, dadurch, dass man natürlich Reibungsverluste hat, die hat er ja sogar haben wollen, aber überhaupt das so hinzukriegen, also wenn man das heute versucht nachzumachen, dann sind die Ungenauigkeiten höher als die Galilei damals Ende des 16. Jahrhunderts angeblich gehabt hat. Das heißt, wahrscheinlich hat er sein Experiment im Nachhinein etwas idealisiert. Trotz alledem ist dies natürlich eine Möglichkeit eines experimentellen Aufbaus, fast prototypische Möglichkeit. Hinterher gab es noch andere Experimente ähnlicher Art. Dieses hier aus einem Museum steht hier dran, welches? Ja, Museo Galileo. Da lässt man diese Kugel, diese Ebene herunterlaufen und hat da oben immer so Glöckchen. Und immer wenn die Kugel an einer bestimmten Stelle vorbeiläuft, dann klingelt dieses Glöckchen. Also die schlägt das Glöckchen an. Und diese Glöckchen stellt man auf der Ebene so ein, dass die synchron sind mit dem Pendel, was ihr am Ende seht. Ein Pendel, das wusste man schon, hat auch Galilei herausgefunden, pendelt immer mit der gleichen Frequenz. Das heißt, man hat dieses Pendel pendeln lassen und hat die Glöckchen dann so eingestellt, dass die zum Beispiel immer dann erklingen, wenn das Pendel an dem äußeren Anschlag ist. Und auch dann kann man diese beschleunigte Bewegung hier drin beobachten. Generell geht es bei solchen Experimenten immer darum, irgendwie Eigenschaften sichtbar zu machen, die man sonst nicht sehen kann natürlich und vor allen Dingen Nebenbedingungen, also Nebeneinflüsse auszuschließen. Also zum Beispiel auch, wenn ich ein Experiment mache, kennt das ja auch, wenn wir gerade beim Fallenlassen sind, ich lasse so eine Murmel hier fallen und ich lasse eine Feder fallen, dann stelle ich ja fest, die Murmel, die fällt schneller runter als die Feder. Um herauszufinden, dass die Fallbeschleunigung trotzdem gleich ist, kann man das zum Beispiel in einem Vakuum machen. Und dann ist auch dieses Herstellen dieses Vakuums das experimentelle Konstruieren an dieser Stelle. Ich nehme also quasi einen Störfaktor raus aus dem Ganzen.
Ein bisschen was zu tun mit diesem experimentellen Konstruieren hat das Formalisieren. Und da sind wir eigentlich sehr bei der Informatik, weil das machen wir ständig, dass wir formale Modelle aufstellen. Formale Modelle, Formalisierung bedeutet das Abstrahieren von der Realität in gewisser Weise. Es gibt da verschiedene Begriffe, also die sind auch nicht immer gleich definiert. Ich habe hier mal die Definition von Sibylle Krämer herangezogen, die unterscheidet zwischen Formalismus, Kalkül und Algorithmus. Also Formalismus, eine formale Art, etwas aufzuschreiben. Das Kalkül, Regeln zur Umwandlung dieses Formalismus, selbst wieder formal definiert. Und ein Algorithmus ist dann eine Lösungsstrategie zur Lösung eines bestimmten Problems mittels Kalkülen auf einem Formalismus. Also so kann man das quasi aufeinander stecken. Das Wichtige dabei ist, bei Formalismen kommt es nur darauf an, wie Zeichen angeordnet sind und wie sie aussehen. Ich kann einen Formalismus durchführen, ohne zu wissen, was ich tue. Das ist das Tolle am Rechnen, dass man nicht wissen muss, was man tut. Also, dass es für die Rechnung egal ist, worüber die Rechnung handelt. Da sehen wir gleich auch ein schönes Beispiel. Wieso sind solche Formalismen ein Mittel zur Differenzerfahrung? Das können wir uns jetzt auch für die Bereiche davor vielleicht nochmal rekapitulierend überlegen. Wieso sind Instrumente ein Mittel zur Differenzerfahrung? Weil das, was ich mit dem Instrument wahrnehme, nicht von meiner Erwartung abhängt, was ich damit wahrnehme, sondern nur davon, was ich damit betrachte. Das Gleiche gilt für das Experiment, deswegen mache ich es genau. Natürlich mache ich das Experiment, weil ich eine bestimmte Erwartung habe, aber der Ausgang des Experiments darf nicht von dieser Erwartung abhängen. Wenn ich ein Experiment habe, was nur noch das bestätigen kann, was ich mir schon vorstelle und das Gegenteil nicht herbeiführen könnte, dann lüge ich mir selbst einen in die Tasche. Es ist kein richtiges Experiment mehr. Und so ist es beim Formalismus auch. Ein sehr bekanntes Beispiel ist dieses hier mit dem Schachbrett und den Reiskörnern. Ich habe auf das erste Feld ein Reiskorn, auf das zweite zwei, auf das dritte vier, auf das nächste acht, also immer doppelt so viele. Und dann ist es ja relativ überraschend doch, dass man damit ausrechnen kann, dass man dafür, wenn man das ganze Schachbrett hier füllen würde, mehr Reiskörner bräuchte, als es auf der Erde überhaupt gibt. Um zu dieser Zahl zu kommen, dieser riesigen Zahl, muss man rechnen. Und dieses Ergebnis ist überraschend. Deswegen ist es Differenzerfahrung. Das gilt in der Regel für Berechnungen. Ich möchte berechnen, wie viele Bagger ich brauche, um auf einer bestimmten Baustelle, um ein bestimmtes Soll zu erfüllen, dann weiß ich das Ergebnis nicht vorher, weil dann bräuchte ich es nicht auszurechnen, sondern ich rechne es aus, um im Zweifelsfalle davon überrascht zu werden, dass es zu viele sind oder zu wenig. So ist das bei Berechnungen immer. Wie gesagt, Rechnungen sind unabhängig von dem, was ich berechne, die Rechenregeln. Beispiel. Der 13-jährige Peter kauft 5 DIN A4 Schulhefte für je 4,30 Euro. Ich rechne aus, 13 mal 5 mal 4 mal 4,30 Euro gleich 1.118 Euro. Einfach alle Zahlen miteinander multipliziert, die da sind. Das ist Unfug. Und man bringt Kindern im Mathematikunterricht auch bei, so liest man das nicht. Ne? Sondern man muss erst mal wissen, welche Zahlen sind eigentlich die ich miteinander multiplizieren muss. Oder was muss ich überhaupt berechnen? Das ist ja erstmal die Frage. Ich muss also quasi das Obere erstmal in eine vernünftige Rechnung übersetzen. Aber falsch gerechnet wurde nicht. Hoffe ich zumindest, dass das Ergebnis auch stimmt. Ich kann richtig rechnen, obwohl das, was ich berechne, Quatsch ist. Ja, das ist leider oft so. Untere Beispiel. Auch hier wird gerechnet. Ich rechne einen Apfel und plus drei Birnen. Und kriege raus 4 Obste, 4 Stück Obst. Das kann man berechnen, so kann man zusammenrechnen. Aber wenn ich 1 Kubikmeter Ammoniak und 3 Kubikmeter Luft zusammenführe, dann kriege ich nicht 4 Kubikmeter irgendwas, sondern dann kriege ich eine große Explosion und dann kommt im Zweifelsfall die Feuerwehr. Nämlich dann habe ich ein großes Problem, dann fliegt mir das in die Luft. Woher weiß ich das? Die Rechnung alleine gibt das eigentlich nicht her.
Also ich könnte natürlich das zusammenrechnen und würde dann, was weiß ich, 4 Kubikmeter Ammoniakluft ausrechnen oder irgendwie sowas. Nur das ist Quatsch. Es liegen unterschiedliche Semantiken dazu zugrunde. Ich brauche eigentlich ein anderes Modell. Und bei der Chemie habe ich auch andere Modelle. Wenn ich, hier ist ja Chemie an der Tafel. Die Chemiker, wenn die so chemische Formeln aufrechnen, die rechnen ja nicht einfach alles zusammen und machen dann da irgendwie eine große Zahl raus, sondern die haben ja ganz andere Modelle, die dahinter stecken, um etwas auszurechnen, was dann passiert. Das heißt, diese Semantiken, diese Modellabbildung auf die Wirklichkeit, die muss ich immer mitbedenken. Sonst rechne ich richtig, führe die Formalismen richtig aus, aber mache Unsinn damit. Gut. Fassen wir das mal zum ersten Mal zusammen. Was haben wir jetzt gehabt? Differenzerfahrung. Differenzerfahrung ist wichtig, um etwas zu wissen über die Umwelt. Ich habe eine Hypothese über etwas und diese Hypothese muss ich entweder bestätigen oder verwerfen. Das nennen wir Differenzerfahrung. Das heißt, es muss immer die Möglichkeit geben, dass es eine Überraschung ist. Differenzerfahrung kann ich nur machen, indem ich meine Sinne benutze. Nie nur im Kopf. Ich kann nicht nur über etwas nachdenken. Natürlich kann ich, wenn ich schon eine ganze Menge weiß, darüber nachdenken und dann zu neuen Hypothesen kommen, die ich wieder überprüfen kann oder sowas. Das soll nicht heißen, dass man den Kopf nicht braucht. Aber ich kann nicht nur im Kopf. Also wenn ich jetzt irgendwie nehme das Gehirn heraus und tue das in so eine Kiste und dann lasse ich das da mehrere Jahre drin, irgendwie schließe ich das an, dass das versorgt wird oder sowas, ist es nicht zu erwarten, dass es hinterher zu wahnsinnigen Erkenntnissen gekommen ist. Ne? Das funktioniert halt nicht. Gut, ich brauche also die Wahrnehmung und wir haben jetzt einige Möglichkeiten besprochen, wie ich das machen kann. Ich kann meine Perspektive wechseln, ich kann Objekte im Wahrnehmungsfeld arrangieren, ich kann Instrumente nutzen oder erzeugen natürlich auch, ich kann Experimente konstruieren, mit denen ich Naturkräfte beobachten kann, indem ich versuche, Störkräfte auszuschließen. Ich kann Formalismen verwenden, wie wir gerade da gesehen haben, mit dem Rechnen oder auch den anderen Formalismus, mit dem kaputten Labor. Oder ich kann natürlich auch noch viel weitere Dinge machen. Diese Liste ist natürlich nicht vollständig. Da gibt es natürlich mehr. Da können wir uns auch noch mal Gedanken zu machen. Macht ihr auch ein bisschen in den Übungen, was für mehr es da eigentlich gibt. Aber auch jetzt gleich kommen schon weitere Sachen. Zum Beispiel kann ich ja kommunizieren. Ich kann ja jemanden von euch auch mal was fragen. Und hab dann eine Differenzerfahrung. Ne? Also ich habe die Differenzerfahrung, also diese Vorlesung, mein Gott, war ich gut. Ne? Und dann frage ich hier jemanden und dann sagt er mir, also verstanden hat man wenig oder es war öde oder sonst irgendwie habe ich Differenzerfahrung gemacht. Auch das ist natürlich eine Differenzerfahrung. Und auch das ist eine, die von mir unabhängig ist. Auch die Differenzerfahrung stimmt, wäre eine. Die ist mir auch viel lieber. Also gibt es mehr Möglichkeiten. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und fügen in diese Differenzerfahrung so eine Art Medienbegriff ein. Artefaktbegriff nennen wir das. Artefakte sind Dinge in der Umwelt. Also Artefakt heißt künstlich gemacht. Also alles, was der Mensch hergestellt hat, kann man so im Prinzip sagen können, würden wir jetzt als Artefakt bezeichnen. Der Begriff Artefakt wird manchmal auch in so einer negativen Konnotation benutzt, wenn man zum Beispiel Bilder komprimiert und dann entstehen da so irgendwie so Flir-Effekte oder so, das nennt man dann auch Artefakt. Das ist nicht unbedingt, das hat was damit zu tun, weil natürlich auch das ist etwas, was eigentlich nicht drin war, sondern erst künstlich hineingekommen ist. Aber das ist nicht der Begriff, den wir jetzt meinen. Für uns wäre so eine Flasche ein Artefakt. Und eher solche Artefakte gucken wir uns jetzt tatsächlich mal an. Flasche vielleicht nicht, aber eher andere Artefakte. Führen wir uns das nochmal wieder in den Sinn. Das Denken findet nicht im Kopf, sondern mit dem Kopf statt. Ich muss also wahrnehmen, was in meiner Umwelt passiert. Was heißt das jetzt für so eine User-Interface-Gestaltung? Ich muss dieses User-Interface so gestalten, dass ich ein User-Interface habe, was mir Differenzerfahrung ermöglicht. Das bedeutet in der Konsequenz, ich muss diese Artefakte gestalten, von denen ich gerade gesprochen habe. Jetzt betrachte ich nicht den ganzen Computer als ein Artefakt, sondern auch das, was im Computer ist, als Artefakte. Gucken wir uns das mit den Artefakten mal viel weiter in der Vergangenheit an, mit den ersten Rechen- und Schreibmitteln. Da gibt es so eine schöne Geschichte von Herrn Ifra, der hat ein schönes Buch geschrieben, die Universalgeschichte der Zahl. Wirklich sehr interessant, da geht es quasi um, wie die
wie das Zählen und die Zahl und die Mathematik so in die Welt gekommen ist. Und er hat da diese Geschichte drin. Da wird drin gesagt, also ein hypothetischer Schäfer wird sich da vorgestellt, der hat 55 Schafe, Hameln steht hier, 55 Schafe, sage ich jetzt mal. Aber er kann gar nicht zählen, er weiß auch gar nicht, was 55 bedeutet. Er will aber wissen, ob er seine Schafe noch alle beisammen hat. Und irgendwann kommt er dann auf den Gedanken und nimmt sich ein Hilfsmittel. Er nimmt sich ein Stück Holz oder einen Knochen und nimmt sich irgendwas, wo er in diesen Knochen hereinritzen kann. Und was er jetzt macht, ist, er vereinzelt diese Schafe mal. Hier wird es mit einer Höhle gemacht, also er tut die alle in die Höhle und lässt die alle aus der Höhle einzeln wieder rauskommen. Und immer wenn ein Schaf rausgekommen ist, macht er eine Kerbe in diesen Knochen hinein. Und jetzt hatte er hinterher ein Medium. Dieses Medium hat ganz tolle Eigenschaften. Nämlich ab jetzt kann er zum einen überprüfen, ob seine Schafe alle noch da sind. Das ist genau das, was er ja wollte. Aber das Tolle vor allen Dingen ist, er kann das zu anderen Zeitpunkten machen. Das ist genau das, worum es ihm ja ging. Er will das ja zum späteren Zeitpunkt nochmal nachvollziehen. Er kann es an ganz anderen Orten machen. Und er kann das auch andere Personen machen lassen. Das sind genau diese Eigenschaften, die ich dadurch habe, dass ich so ein Artefakt jetzt in die Welt gebracht habe. Ich bin unabhängig auf einmal von Zeitpunkt, Ort und Person. Und das sind genau die Eigenschaften, die man oft nicht mit Medien in Zusammenhang bringt, die aber generell solchen Artefakten anhängen. Solche Artefakte gibt es eine ganze Reihe. Also hier sieht man, das sind jetzt hier keine Artefakte zum Zählen oder so, sondern das sind Artefakte, die hier abgebildet sind, zum Beispiel zum Jagen. Also ein Speer oder sowas. Auch diese Artefakte erfüllen neben der konkreten Funktion, natürlich, dass man damit jemanden jagen will, diese Erinnerungsfunktion. Also allein dadurch, dass ich so einen Speer habe, kann ich natürlich noch einen bauen. Und wenn ich einen habe und gucke mir an, wie ist der, kann ich den Speer auch optimieren. Das ist genau eine Eigenschaft, die den Menschen sehr zu eigen ist, dass der Mensch so etwas aufhebt, also Werkzeuge aufhebt und diese Werkzeuge quasi wieder in den Prozess zurückfüttert. Man so in so einen Verbesserungskreis, so kann man sagen Ingenieurtätigkeit, hineinkommt, dass man das immer wieder weiter verbessert. Das ist genau eine Eigenschaft, die Tiere nicht haben. Steht hier auch in einer längeren Text, brauchen wir nicht ganz durchzulesen, mit Tomasello und Claudio Tenni. Da steht drin, wenn wir uns den letzten Punkt mal angucken, dass wir die Artefakte aufbewahren. Das ist genau das, was Menschen oder eine der Sachen, die Menschen vom Tier unterscheidet. Das wird ja oft gefragt, was unterscheidet eigentlich Menschen von Tieren? Das ist eine etwas bedauerliche Frage, weil immer wieder, wenn eine Hypothese aufgestellt wurde, wird die nach kurzer Zeit widerlegt. Also man hat mal gesagt, das ist die Sprache, dann hat man festgestellt, naja, das kann es irgendwie nicht sein. Also mit Delfinen und sowas, da haben wir sowas wie Sprache auch. Dann sagt man, es ist der Werkzeugbegriff und dann stellt man fest, na, das kann es aber auch irgendwie nicht sein. So ein Schimpanse oder so, der nimmt sich auch so einen Stock, um irgendwo eine Banane oben von so einem Ring runterzuholen, wenn man da so ein Experiment macht. Das kann der gut, das ist gar kein Problem. Das kann es also nicht sein. Und dann ist man darauf gekommen, aber so dieses planmäßige Aufheben von Werkzeugen, das ist etwas, was den Menschen wohl offensichtlich ziemlich zu eigen ist. Also diese Artefakt aufheben, die Artefakt einen Wert zuzuweisen. Wenn man sich dieses Bild mal anguckt, das ist aus Spektrum der Wissenschaft von Ende der 90er Jahre, da hat man aufgezählt, was der Ansicht dieses Autors die Entwicklung von Intelligenz ist. So ist es ja auch überschrieben. Wenn ihr euch jetzt mal anguckt, was dort abgebildet ist, dann kann man sich ein bisschen darüber wundern. Weil Intelligenz ist ja nicht abgebildet. Ich sage die Frage, wie man Intelligenz abbilden will. Aber was hier abgebildet ist, sind ja alles Artefakte, außer da unten die DNA-Struktur. Aber ansonsten sind es alles Artefakte oder Möglichkeiten der Herstellung von Artefakten. Ganz vorne hatten wir die Steinwerkzeuge, Schrift, gucken wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf, Buchdruck, sowas ist da drin, das galileische Fernrohr, auch das hatten wir ja gerade schon mal. Oder hinten auch weiter Flugzeuge, Satelliten, Transistor, all das sind ja Artefakte
sind ja Gegenstände. Also hängt unsere Entwicklung, zumindest laut Ansicht dieses Autors, und da würde ich auch sehr konform mitgehen, die Entwicklung des Menschen extrem von der Entwicklung dieser Artefakte ab. Oder wie es der Herr Laurent Goran gesagt hat, die Entwicklung des menschlichen Geistes ist im Wesentlichen die seiner Ausdrucksmittel. Wenn wir heutige Menschen mit den Menschen vor einigen tausend Jahren vergleichen, dann haben die eigentlich keine Unterschiede, genetisch. Da ist nicht mehr viel passiert, wenn überhaupt. Aber die Mittel, die der Mensch zur Verfügung hat, um seinen Geist zu schulen, zu Erkenntnissen zu kommen, die sind natürlich erheblich gestiegen. Das heißt, es ist eine viel stärker kulturelle Frage und die auf Artefakten basiert, als eine der tatsächlichen Biologie. Wenn wir Artefakte betrachten, können wir sagen, dass Artefakte häufig die Eigenschaft haben, ein externes Gedächtnis zu sein. Nicht alle. Die Instrumente, von denen ich vorhin gesprochen habe, sind kein externes Gedächtnis, sondern die sind eine Möglichkeit, um etwas wahrzunehmen, was man sonst nicht wahrnehmen kann. Artefakte als externes Gedächtnis sind zum Beispiel die drei, die man hier oben sieht. Das einfachste, der klassische Knoten im Taschentuch. Der klassische Knoten im Taschentuch. Das ist ein externes Gedächtnis, denn ich mache mir diesen Knoten ins Taschentuch, ja, um mich an etwas zu erinnern. Bei diesem Knoten im Taschentuch sehe ich auch genau die große Einschränkung. Wofür steht es denn? Wenn ihr euch einen Knoten ins Taschentuch macht und gebt eurem Kommilitonen diesen Knoten, also das Taschentuch mit dem Knoten, ohne irgendwelchen Kommentar und geht weg, dann wird er nicht an das erinnert werden, was ihr euch erinnern wolltet. Das ist genau das Problem von diesen Artefakten als externes Gedächtnis, von Zeichen, kann man so sagen. Zeichen sind immer nur interpretierbar, wenn man den Kontext kennt. Andere externe Gedächtnisse, Musikkassette in der Mitte. Man könnte auch eine CD nehmen, um etwas Moderneres zu nehmen. Oder hier so ein Buch. Alles externe Gedächtnisse, alles Möglichkeiten, etwas aufzuschreiben, was ich mir, oder festzuhalten, was ich deswegen nicht mehr im Gedächtnis halten muss. Und durch diese externen Gedächtnisse sind viele Kulturtechniken überhaupt erst möglich. Also zum Beispiel, dass ich rechnen kann in komplexen Rechnungen und dass ich diese Rechnungen auch noch verteilen kann, weil ich die Zeichen verteilen kann. Ich kann die auf verschiedene Blätter kann ich was schreiben und gebe das verschiedenen Leuten und sagen, hier, rechnet mal. Das ist nur dadurch möglich, dass ich diese Aufzeichnungstechniken überhaupt habe. So eine Aufzeichnung, etwas persistent aufgezeichnet zu haben, persistent sichtbar zu haben, ist unglaublich wichtig. Das kann man sich relativ gut klar machen, wenn man sich dieses ansieht. Ihr seht gleich in diesem freien Feld, blinkt gleich mehrfach was auf. Und ich bitte euch mal, da Elemente drin zu zählen. Wir gucken erstmal an, wie viele Pyramiden sind hier zu sehen. Die erscheinen eher so im oberen Bereich. Wie viele? Drei. Mhm. Wie viele Hunde sind zu sehen? Wie? Ja, unklar? Mach's mal nochmal. Einer, es ist einer. Es ist einer, der so nach hinten guckt. Unten links in der Ecke sind Köpfe. Wie viele Köpfe sind zu sehen? Na? Da merkt ihr, es ist verdammt schwer, mal sowas so zu zählen, wenn man sie nicht regelmäßig sieht. Wenn man die Elemente regelmäßig sieht, ist es ziemlich einfach, diese Köpfe zu zählen. Aber einfach so durch ein schnelles Hingucken, kann man nur bis ungefähr vier so ein Zählen einfach mal so eben schnell machen, ohne dass es im Blickfeld bleibt, sodass man sie abzählen kann. Jetzt kann man sich fragen, wieso geht es bei dem Würfel eigentlich? Da gibt es ja bis sechs und da zählt man ja nicht die Punkte. Ne? Das machen ja nur kleine Kinder, die Punkte zählen auf dem Würfel. Das liegt an der Aufteilung, ne? An dem Muster. Man hat sich das Muster gewöhnt. Es gibt so schöne Würfel, wo eine 5 dargestellt ist wie eine 6. Also es ist einfach 3 Punkte oben, 2 Punkte unten und in der Mitte fehlt einer. Und dann ist man entweder irritiert oder sagt 6 anstatt 5, je nachdem, wie genau man hingeguckt hat. Also wichtig ist Persistenz,
Etwas, was man zählen will, worauf man referenzieren will irgendwie, muss persistent im Wahrnehmungsfeld bleiben. Und genau dafür brauche ich diese Aufzeichnungstechniken. Das ist genau das Tolle an diesen Aufzeichnungstechniken. Zum einen also, dass ich habe sie persistent im Blickfeld und ich kann sie dann hinterher verteilen, kann sie irgendwo anders hinschicken, kann andere Leute was damit machen lassen. Wo ist das Ganze entstanden? Zuerst in dieser Region hier, der fruchtbare Halbmond, also Irak, Syrien, gerade so die Regionen, wo heute die großen Konfliktherde sind, sind ja die gewisserweise die Wiege der menschlichen Zivilisation in dieser Beziehung. Es liegt daran, dass Menschen sesshaft geworden sind. Also sie sind nicht mehr herumgezogen, haben nicht mehr einfach irgendwo quasi das Tier getötet, was ihnen gerade über den Weg lief und sind dann irgendwo weitergezogen, sondern haben Dörfer gegründet. Und damit, dass es Dörfer gab, dass es Ackerbau gab und sowas, gab es die Notwendigkeit, also erstmal folgte daraus ein Bevölkerungswachstum. Man hat das relativ gut hingekriegt, es ging den Leuten gut, es gab immer mehr Leute und es gab die Notwendigkeit von Bürokratie. Und wenn ich Bürokratie brauche, brauche ich Schrift und Zahlen und Zeichen. Das ist zwingend notwendig. Und was dann entwickelt wurde, was so zumindest man heute weiß, als so eine der ersten Zahlzeichen, sind diese hier. Die könnt ihr euch, wenn ihr mal ins Heinz-Nixdorf-Museumsforum geht, auch angucken. Das sind solche Kugeln, Tonkugeln, die sind innen hohl und in den Tonkugeln sind diese kleinen Steinchen drin. Und diese kleinen Steinchen stehen für irgendetwas. Also großer Stein sind 10 Schafe, kleiner Stein ist ein Schaf, irgendwie so etwas. Ja, also ich nehme verschiedene solche Tonkugeln, um irgendwelche Mengen von Tieren, Getreide oder sonst wie auszudrücken. Diese Tonkugel hat man dann zugemacht, dass sie geschlossen ist und hat außen noch so ein Siegel drumherum gemacht, damit man die nicht leicht wieder aufmachen kann und einfach ein Steinchen rausnehmen und wieder zumachen. Dann müsste man schon zumindest das Siegel fälschen. Hat man also so ein Siegel außen drumherum gemacht und hat die so einer Warenlieferung mitgeschickt. Das ist quasi einer der weltersten Lieferscheine, den ihr da seht. Und am Zielort konnte man diese Tonkugel dann zerschlagen und konnte die Steinchen wieder rausnehmen und konnte sagen, na, also da fehlt ja was. Ne, da hat doch jemand irgendwie ein Schaf abgezwackt irgendwo an irgendeiner Stelle oder sowas. Das konnte man dadurch feststellen. Das waren so die ersten Schriftzeichen. Oder wenn man das so Schrift nennen will, also Zeichen zumindest. Schrift kam natürlich auch relativ schnell. Hier auf der linken Seite sehen wir hier ein Beispiel. 2500 vor Christus. Das ist eine Abrechnung gerade über Getreide und solche Dinge, eine Zusammenfassung nicht jedes einzelne Schaf ist erfasst, sondern wie soll man denn sagen, so eine Zusammenfassung halt. Bei irgendjemand von euch piept es wohl. Bitte das doch abzustellen. Auf der rechten Seite Kerbhölzer, das ist so ähnlich wie das, was der fiktive Hirte am Anfang verwendet hat. Also einfach etwas, wo man so reinritzt. In diesem Falle wurden keine Schafe irgendwo herlaufen lassen und wurde nichts deswegen was reingeritzt, sondern es handelt sich um eine Steuerabrechnung, die hier gemacht wurde in mittelalterlicher Zeit, wo tatsächlich aber doch wieder für Schafe, irgendwie die Schafe verfolgen uns in dieser Vorlesung, Steuern abgeführt werden mussten, nämlich hier 2 Pfund, 13 Schilling und 4, was sind das? Half-Crowns, ich weiß es nicht, diese alte englischen Geld-Dinge, ich kenne mich da nicht mehr genau mit aus. Auf jeden Fall wurden Steuern erhoben und das wurde so festgehalten. Gut, also ihr seht, Bürokratie bringt Schrift mit sich. Das ist zwingend notwendig oder irgendeine Art der Aufzeichnung auf jeden Fall. Daraus entwickelt sich dann das Rechnen erst oft mit verschiedenen Hilfsmitteln, zum Beispiel mit so einem Abakus, wie ihr den da oben seht. Sowas habt ihr vielleicht als Kind mal gehabt. Also ich hatte sowas Ähnliches mal, so seitwärts musste man den allerdings bedienen als Kind, so zum Zählen. Mit so einem Abakus kann man relativ gut addieren, man kann aber auch multiplizieren, dividieren und subtrahieren. Und Leute, die das gut können, das ist in manchen Gegenden der Welt durchaus heute noch verbreitet, die sind damit schneller, als wir das mit Taschenrechnern üblicherweise sind. Also wer damit geübt ist, der kann das gut.
Also wie gesagt, mit diesem Abakus kann man rechnen. Dann gab es sogenannte Rechentische. Das ist sowas Ähnliches wie ein Abakus. Das sieht man hier in diesem kleinen Bildchen. Der rechte Herr hat so einen Rechentisch. Der schiebt Münzen auf Linien hin und her auf diesem Rechentisch. Das ist ähnlich wie das da oben. Da oben entsprechen ja auch die einzelnen Linien den Zehnerstellen. Das heißt, rechts haben wir die Einer, dann die Zehner, dann die Hunderter. Unten sind immer fünf. Und wenn ich fünf nach oben geschoben habe, schiebe ich sie wieder runter und schiebe von oben einen runter. Das obere sind Fünfer, das untere Einer. Ne? Damit kann man sich relativ gut vorstellen, dass man addieren kann. Nach so einem System funktioniert das auch hier. Was ist der Nachteil von diesem System? Wenn wir jetzt wieder mal an die Persistenz denken, also der Vorteil ist zum Rechnen im Kopf, ich muss mir nicht das aktuelle Ergebnis merken. Ich kann quasi das was einstellen, kann weggehen, kann wieder hinkommen, das Ergebnis ist ja immer noch da. Ich kann an der Stelle weitermachen. Nur, wenn ich da was ausgerechnet habe und am Ende weiß ich nicht, ob das das Ergebnis ist, was tatsächlich ich haben wollte oder ob ich mich vertan habe, bleibt mir nichts anderes übrig, als das Ganze nochmal zu machen. Denn ich habe keine Persistenz über den Rechenprozess. Ich habe immer nur das letzte Ergebnis. Und mit jedem neuen Rechenschritt überschreibe ich das vorherige Ergebnis. Das ist ein großer Nachteil dieser Leute, die mit diesen Rechentischen gearbeitet haben oder auch mit dem Abakus. Hingegen, dass der linke Herr, das ist ein jemand, der Algebra macht, der mit Ziffern rechnet und schreibt. Das ist quasi damals dann die große Erneuerung gewesen, nämlich nicht mit so einem Mittel, wo man immer nur das letzte Ergebnis sieht, zu rechnen, sondern den Rechenprozess selber in Zeichen aufzuschreiben. Dann macht man Rechnen als formale Schrift, schriftliches Rechnen. Das hat wirklich den Vorteil, ich kann den Rechenprozess mir hinterher wieder angucken, ich kann jemandem sagen, kontrollier mal, ich kann es also jemand anders kontrollieren lassen, ich kann auch Einzelergebnisse einzeln voneinander kontrollieren und wenn die Rechnung komplexer ist, kann ich sie auch verteilen. Ich kann sagen, ihr rechnet immer, hier zum Beispiel bei so einer Multiplikation, ihr macht immer die einzelne Multiplikation und ihr rechnet zusammen. Das ist möglich, ihr gebt die Zettel immer weiter und sowas. Das kann man dann machen. Das geht mit so einem Abakus schwerlich nur. Und ich kann natürlich dann auch Regelmäßigkeiten in dem Ganzen entdecken, nämlich dadurch, dass ich es aufschreibe, habe ich die Möglichkeit, wirklich Muster in sowas zu entdecken. Wie kommt man zu diesen Ziffern? Wo kommen die her? Also warum sind es 10 bei uns? Wir haben ja Ziffern 0 bis 9. Naja, da ist die Hypothese, glaube ich, relativ einfach, dass die Finger eine Rolle spielten. Viele Zifferensysteme, Zahlensysteme sind Zwölfer-Systeme gewesen, historischerweise. Kennen wir noch von der Uhr. Die Uhr haben wir ja auch immer mit 60 Minuten, ist ein Vielfaches von 12 und 12 Stunden, ein halber Tag und 24 und sowas. Da kennen wir das noch. Wie kommt das? 12 ist eine Zahl, die ist so unglaublich gut teilbar. Durch 1, durch 2, durch 3, durch 4. Das ist aber schon mal praktisch, ne? Dass man also, so man kann 12 so schön aufteilen. Ich glaube, die amerikanischen Maßsysteme sind, glaube ich, auch immer so 12er-Systeme, oder? Gero, du kennst dich immer aus mit diesen... Gut, man hat 10er oder 12er, historischerweise 12er, neuerdings eher 10er-Systeme. Warum schreibt man die Sachen nicht einfach in so einzelnen Strichen, mal einer System, also mit nur einem System würde doch auch reichen? Das liegt schlicht und ergreifend daran, was ihr eben gesehen habt. Man kann diese Ziffern dann schlecht erkennen. Ihr kennt ja alle dieses System, wo man so Striche macht. 1, 2, 3, 4, ab dem 5. führt man quasi ein neues Zeichen ein, Strich da durch, und dann fängt man mit neuen Blöcken an. Und diese Überlegung steckte natürlich auch dahinter, dass sich dieses Schriftensystem so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Dass man also nicht sagt, ich nehme nur ein einziges Zeichen, sondern ich entwickle spätestens ab dem 4. Zeichen immer ein weiteres anderes Zeichen. Daraus ist dann das Zifferensystem entstanden, so wie wir es kennen. Fassen wir das nochmal zusammen. Schriftkultur, also wir haben jetzt nur über Rechnen großteilig gesprochen, aber auch das aufgeschriebene Schrifttum gehört natürlich dazu, ermöglicht zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten. Wenn ihr euch jetzt mal überlegt, was so ein Lexikon ist,
das existiert. Ihr kennt noch ein Lexikon, ihr kennt nicht nur Wikipedia, ne? Also so gedrucktes Lexikon, Buch. Ne? Buch. Das Schöne an dem Buch ist ja gerade, dass nicht derjenige, der das Lexikon geschrieben hat, wissen will, was er aufgeschrieben hat, sondern er schreibt das ja genau aus dem Zweck, zu dem Zweck auf, dass andere Leute an einer anderen Stelle zu einer anderen Zeit sich dieses Lexikon angucken können. Da kann man sich jetzt fragen, wieso verstehen die anderen Leute überhaupt das Lexikon? Wir haben ja jetzt eben gesagt, wenn ihr so einen Knoten weitergibt, dann verstehen die das auf der anderen Seite nicht. Das liegt daran, dass wir relativ starkes kanonisches Wissen haben, was uns allen vermittelt wurde. Dazu gehört unter anderem die Sprache, aber auch viele so grundlegende Dinge über Zusammenhänge, die vermittelt werden müssen. Deswegen gehen wir in die Schule. Wenn wir das nicht hätten, könnten wir das Lexikon nicht verstehen. Und nicht nur nicht lesen, sondern auch tatsächlich auf anderer Ebene wahrscheinlich nicht verstehen. Diese ganze Aufzeichnungstechnik ermöglicht verteilte Handlungen. Handel haben wir schon drüber gesprochen. Ich kann den einen Teil des Prozesses hier machen, den anderen Teil des Prozesses woanders und das darüber koordinieren, dass ich quasi so einen Lieferschein mitschicke oder was anderes. Ich kann dir aber auch die Verarbeitung dieser Zeichen, dieser Schrift selber verteilen. Das nennt man Bürokratie. Bürokratie ist eigentlich die professionalisierte Verteilung von Zeichenverarbeitung, wenn man so möchte. Der Prozess ist selbst zu komplex, als dass eine Person ihn machen könnte, deswegen verteilt man ihn und braucht dann dafür ganz viel Papier. Wenn ihr hier mal in die Universitätsverwaltung geht, dann seht ihr, dass man dafür ganz viel Papier braucht. Selbst heute, in Zeiten der Digitalisierung, ist meistens sehr viel Papier involviert. Und das Ganze führte natürlich dazu, dass sich Industrien um dieses Zeichenmanagement selbst drumherum entwickelt haben. Wenn wir nur mal Autoren nehmen oder Archivare, also Leute, die sich darum kümmern müssen, dass diese Zeichenverwaltung funktioniert. Leute, die sich um Urheberrechte kümmern, etc. Gut, so viel zunächst mal dazu. Jetzt ein Nachteil von Aufzeichnungstechniken. Ich habe ja jetzt irgendwie euch quasi das Loblied gesungen auf analoge Aufzeichnungstechniken. Die haben aber Nachteile. Und zwar, wenn ihr euch hier diesen Phonographen zum Beispiel mal anschaut, bei diesem Phonographen wird ja Schall aufgezeichnet. Das ist ja wie eine Schallplatte funktioniert der. Also, aber auch umgekehrt. Ich kann auch aufzeichnen damit. Das, was ich reinspreche, da in dieses Rohr, wird auf Wachs aufgezeichnet, wird in Wachs hineingeritzt. Und wenn ich das wieder abspiele, dann kann ich das, was reingeritzt wurde, wieder hörbar machen. Soweit so gut. Das kann ich als externes Gedächtnis benutzen. Ein bisschen später hatte man das als kleines Diktiergerät dabei und das erfüllt diesen Begriff des externen Gedächtnisses meistens ziemlich gut. Dafür wurde das nämlich meistens benutzt, so ein Diktiergerät, oder zum Diktieren von Briefen für die Sekretärin. Aber wenn man es für den privaten für die private Benutzung hatte, dann meistens als externes Gedächtnis. Welchen Nachteil hat das? Ich kann das, was ich da aufgezeichnet habe, ganz schlecht nur anders weiterverarbeiten. Ich kann das zum Beispiel gar nicht leicht umschneiden. Wenn ich auf eine Kassette, auf eine Musikkassette etwas aufzeichne und möchte etwas rausschneiden oder möchte das umschneiden, dann müsste ich eigentlich anfangen, die Kassette zu zerschneiden. Also wirklich hin mit der Schere hingehen und dann mit so Klebeband wieder zusammenkleben. Bei Tonbändern wird das tatsächlich auch öfter mal gemacht, dass man also wirklich geschnitten hat. Bei Film ist es sehr bekannt, dass Film geschnitten wird, nennt man ja auch so. Also da wurden ja tatsächlich hinter den einzelnen Bildern der Film zerschnitten und wieder zusammengeklebt. Das heißt, ich muss mich dann mit diesem Trägermaterial stark auseinandersetzen. Wenn ich was auf ein Stück Papier schreibe und stelle fest, ich möchte den zweiten Absatz lieber vor dem ersten Absatz haben, dann komme ich auch nicht umhin, entweder alles nochmal aufzuschreiben oder das Papier zu zerschneiden. Das ist natürlich irgendwie ärgerlich. Ich bin in analogen Einschreibtechniken immer damit konfrontiert, dass ich entweder ganz viel Zusatzaufwand mache, indem ich nochmal einschreibe oder indem ich mich um den Medienträger selber kümmere und das Papier zerschnipple oder den
das Band zerschnipple. Bei dem Phonographen habe ich, glaube ich, gar keine Chance, was zu machen. Ich glaube nicht, dass sich diese Walzen zerschneiden und neu zusammenfügen lassen. Wenn, dann sicherlich auf sehr schwierige Art und Weise. Und ich glaube auch nicht, dass man das gemacht hat. Hier kann Digitalisierung Abhilfe schaffen. Das kennt ihr alle. Textverarbeitungsprogramm, da habt ihr das Problem nicht. Textverarbeitungsprogramm habt ihr wirklich nicht das Problem, dass ihr, wenn ihr den zweiten Absatz vor den ersten schreiben wolltet, ihr das ausdruckt und Word nochmal aufmacht und nochmal abtippt. Ich hoffe nicht, dass das von euch jemand so macht. Dann gibt es andere Möglichkeiten. Über die sprechen wir aber nicht heute, sondern bei anderer Gelegenheit. Wie kann man das denn machen, wenn ich im Analogen bleibe? Dann kann ich zum Beispiel das machen, was man auf diesem Bild sieht. Das ist ein Teil der Raumplanung der Universität Paderborn vom letzten Semester. Und da bin ich mal, oder vorletzten, weiß ich nicht genau, ich bin da mal gewesen, habe mir mal diese Fotos da gemacht. Das ist wirklich nur ein Teil, das ist ein relativ kleines Büro zwar, aber alle Wände des Büros sind mit solchen Tafeln befüllt. Und was ihr da seht, ist so eine Art Stundenplan. Also ihr seht links Zeitslots, Montag und Dienstag sehen wir jetzt hier nur, und jeweils die Zeitslots, und oben sind die ganzen Räume. Und dann sehen wir viele dieser kleinen Kärtchen, und die kleinen Kärtchen sind Veranstaltungen. Und da gibt es dann verschiedenfarbige Kärtchen, das haben die sich da so eingerichtet. Die gelben Kärtchen sind dauerhafte Veranstaltungen, und diese rötlichen Kärtchen oder pinken Kärtchen, die man da sieht, sind einmalige Veranstaltungen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Warum machen die das so? Also überhaupt erstmal, wie hat man das Problem gelöst? Also man könnte das ja auch hier alles draufschreiben auf diese Tafel. Dann könnte man es nicht ändern. Und gerade dieses Hin- und Herschieben von Räumen ist gerade am Anfang der Prüfung der Raumorganisation unwahrscheinlich wichtig. Da muss man halt gucken, ah, da ist noch was, aber dann habe ich jetzt hier einen Konflikt, na, dann versuche ich doch mal nochmal so arrangieren. Ne? Das Arrangieren, was ich am Anfang gesagt habe, ist da sehr, sehr wichtig. Deswegen hat man einfach kleine Medienträger genommen und muss dann diese kleinen Medienträger hier fixieren. Der Nachteil ist natürlich, dies ist kein persistentes, also besonders persistentes Medium. Wenn ich da jetzt dran langlaufe, so seitwärts, dann ist die Frau Pietsch, die diesen Raum unter ihrer Herrschaft hat, Damenschaft, hat, sauer. Weil dann hat sie viel zu tun. Dann ist das nämlich alles ab. Das heißt, es ist nicht mehr besonders persistent, dafür ist es flexibel. Man muss sich immer entscheiden zwischen dieser Persistenz und dieser Flexibilität in analogen Medien. Warum machen die das nicht mit dem Computer? Sie machen es auch mit dem Computer. Wenn sie es fertig haben, machen sie es mit dem Computer und tragen es nochmal in den Computer ein. Lassen das aber so hängen. Und die Frau Pietsch hat mir gesagt, am Computer hat sie überhaupt keinen Überblick. Wenn am Telefon bei ihr einer anruft und sagt, ich brauche einen Raum, dann kann sie quasi an die Wand gucken und den Raum sehen, wo Lücken sind, was sie machen muss. Im Computer ist es viel weniger übersichtlich. Sie sieht viel weniger auf einmal. Im Prinzip hat sie ja alle Räume des ganzen Semesters auf einmal im Blick. Und das kann man mit dem Computer noch nicht machen. Deswegen sind sie immer noch in dieser analogen Darstellung verhaftet und kommen damit sehr gut zurecht. Um den Preis, dass das, was im Computer ist, immer mit diesem Analogen händisch abgeglichen werden muss. Diese Organisation des Verwaltens und Erstellens von analogen Einschreibtechniken hat natürlich viele Berufe hervorgebracht, weil es einfach aufwendig ist, das zu machen. Also hier sieht man einen Mönch, der eine Bibelstelle kopiert. Man kann, wenn man konnte, solche Bücher nicht ohne weiteres kopieren. Bücher waren mit der Hand geschrieben und die Leute waren nicht in der Lage, sie selbst abzuschreiben, vor allen Dingen nicht so besonders schön. Also hat man quasi Organisationen geschaffen, die das macht. Das war dann meistens an den Klostern eingerichtet, gerade weil da auch die Leute waren, die überhaupt lesen und schreiben konnten. Diese Sachen wurden dann wiederum in die Welt hinausgeschickt, damit sie dann da verwendet werden. Das hat sich so ergeben. Dann kam hinterher natürlich der Buchdruck dazu. Durch den Buchdruck hat sich da vieles geändert. Aber auch dann sind Organisationen entstanden. Nämlich zum Beispiel die Verlage, die Buchdrucker selber, die Setzer, Berufe und sowas, die alle an dieser analogen Verarbeitungstechnik hängen. Was wir hier sehen, ist eine frühe Idee
einer Möglichkeit des Arrangements, das ein Bucharrangement festzuhalten. Was ihr da seht, ist ein Bücherrad. Und in diesem Bücherrad sind viele Bücher, das sind ja sehr schwere Bücher gewesen, die sind geöffnet da drin und das funktioniert nicht wie ein Mühlrad, dieses Buch. Das heißt, wenn sich das Rad weiterdreht, dann fallen die Bücher nicht hinten runter, sondern da ist so eine Mechanik drin, die dafür sorgt, dass das Buch immer in der gleichen Ausrichtung quasi dahin drin steht. Mit diesem Bücherrad kriegte man es hin, dass man so ein Pedal weiterdreht, dass man immer wieder auf ein Buch wieder zurückkommen kann. Also auch Techniken haben sich entwickelt oder wurden entwickelt, die für den Umgang mit diesen analogen Medien sorgten. All diese Techniken sind heute durch die Digitalität in einen gewissen Umbruch geraten, aber nicht ganz abgelöst, weil wir immer noch Vorteile haben in analogen Medien häufig. Wenn wir das zusammenfassen, wir haben bei analogen und digitalen Medien, zwischen analogen und digitalen Medien, immer diesen Konflikt zwischen der Bearbeitbarkeit. Dann muss ich die kleinen Medienträger verwenden, wie wir das eben bei der Raumplanung gesehen haben, und der Persistenz. Ich schreibe es ein, dann habe ich es reingeschrieben. Am klassischsten zu sehen bei Steintafeln. Da habe ich wirklich gar keine Möglichkeit. Die sind richtig persistent, die überdauern auch meistens die Jahrtausende. Da kennen wir heute noch welche von diesen alten Steintafeln. Aber sehr flexibel sind die nicht. Die sind auch nicht mehr besonders mobil. Also eine Steintafel mitnehmen ist auch so eine Sache. Andererseits kann ich mich auch andersherum entscheiden, bin dann flexibler, aber habe nicht mehr so sehr diese Persistenz. Gut. Digitale Techniken bieten die Möglichkeit, diesen Bruch, dieses Entweder-Oder an dieser Stelle aufzuheben. Aber über diese Idee, wie man das aufhebt, sprechen wir nicht mehr heute, sondern sprechen wir ab der nächsten Woche, weil nächste Woche geht es um Interaktivität. Das heißt, wenn ihr heute gedacht habt, was erzählt er uns, was hat das alles mit dem Computer zu tun? Tröstet euch, nächstes Mal reden wir fast nur über Computer. Dann geht es nämlich um die Interaktivität und was macht gerade diesen Artefaktumgang am Computer aus. Und nächstes Mal ist auch diese Veranstaltung, in der ich, was ich ja am Anfang schon mal angekündigt habe, ein bisschen über die historische Entwicklung der User Interfaces sprechen will, also vor allen Dingen auch der Heimcomputer. Also wer da entweder nostalgisch ist oder sich was angucken will, wie man das damals so gemacht hat, auch der kommt nächstes Mal sehr auf seine Kosten. Ich erzähle euch diese Werbung jetzt, weil ich jetzt schon fertig bin, obwohl wir noch einige Minuten haben, aber ich habe nichts mehr. Also entlasse ich euch damit und sage bis zum nächsten Mal.